Damit herzlich willkommen zu einem neuen Gitarren-Tutorial. Heute Oh God von Green. Weil es sich gewünscht wurde, habe ich gedacht, mache ich das mal, weil das wirklich nicht schwer ist eigentlich. Ich habe es gerade in einer Version mit Barré-Akkorden gespielt. Ich zeige euch noch eine mit einem Capodaster. Das ist ein bisschen einfacher, wenn ihr einen habt. Ja, dann fangen wir auch gleich an. Ihr könnt entweder ein Plektrum benutzen oder mit den Fingern zupfen, das zeige ich euch dann auch noch gleich. Ich fange erstmal mit Plektrum und ohne Capodaster an. Also losgehen geht es mit einem Cis-Moll. Das heißt, ihr geht, oh, kann jetzt gar nicht sehen, 1, 2, 3, 4 in den vierten Bund auf der A-Seite. Dann in den sechsten Bund auf der D-Seite. Dann genau darunter den kleinen Finger, also sechster Bund auf der G-Seite. Und dann in den fünften Bund auf die H-Seite. Und weil ihr ja Barré spielt, also mit dem Zeigefinger über alle fünf Seiten, außer die oberste E-Seite auf dem vierten Bund, habt ihr dennoch auf dem vierten Bund die E-Seite. Also sollte sich dann so anhören. Genau. Dann haben wir ein A-Dur. Ich bin eigentlich hier unten, aber in der Version hier oben. Und das ist im Prinzip dieselbe Form wie das Cis-Moll hier, aber ihr geht eins rüber damit, also das Ganze nehmen und einen Bund rüber und dann die ganzen Finger noch quasi einmal nach oben oder nach unten. Dann haben wir fünfter Bund auf der tiefen E-Seite, siebter Bund auf der A-Seite, siebter Bund auf der D-Seite, sechster Bund auf der G-Seite und die restlichen zwei halt mit dem Zeigefinger im Barré. Das ist A-Dur und dann einfach das Ganze nehmen und eins nach unten schieben. Einen Bund nach unten. Dann haben wir Gis-Dur. Also wirklich nur. Ist eigentlich nicht schwer. Dann haben wir wie folgt. Jeweils ein Takt Cis-Moll und dann immer einen halben Takt A-Dur und G-Dur. Und das Schlagmuster, das wir verwenden, ist halt also wir fangen immer an mit der Bassnote. Das wäre hier in dem Fall das Cis. Also im vierten Bund auf der A-Seite. Und dann nehmen wir das Plektrum und schießen es wirklich mit Power einfach über die restlichen vier Seiten. Dann müsst ihr das mit dem Timing ein bisschen lernen, weil im zweiten Takt, oder was heißt im selben Takt genommen, aber ihr müsst dieses, kommt eben zweimal. Kann ich euch jetzt nicht wirklich erklären, das müsst ihr einfach, wenn ihr den Song hört, müsst ihr eigentlich das Timing ungefähr aus dem Kopf kennen, wann es sein muss. Dann gehen wir halt zu unserem A-Dur. Genau dasselbe. Spielen wir die Bassnote, fünfter Bund auf der tiefen E-Seite und schießen dann wieder über die obersten vier Seiten. Und eins nach unten, Bassnote spielen, tiefe E-Seite, über die restlichen vier Seiten schießen. Und langsam klingt es dann zusammen so. Könnt ihr auch mit den Fingern spielen. Dann könnt ihr die Bassnote immer mit eurem Daumen spielen. Und dann halt mit Zeige, Mittel- und Ringfinger halt nur die obersten drei. Nicht die obersten vier, sondern nur die obersten drei. Geht
geht auch. Aber ich finde es ein bisschen einfacher mit dem Plektrum. Und es klingt auch ein bisschen powerhafter. Dann kann ich euch noch die einfache Version, falls ihr einen Karbodaster habt, den klemmt ihr einmal komplett über den vierten Bund. Und dann, falls ihr halt Schwierigkeiten mit diesen Barré-Akkorden habt, haben wir jetzt hier erstmal eine A-Moll-Form. Das heißt, die A-Seite leer. Also ich gehe jetzt hier, das ist jetzt die Null-Seite, deswegen A-Seite leer. Den Mittelfinger zweiter Bund auf der D-Seite. Dann den Ringfinger darunter, zweiter Bund auf der G-Seite. Und den Zeigefinger, erster Bund auf der H-Seite. Dann müsst ihr ein Barré-Akkord trotzdem noch spielen. Das wäre dann ein F-Dur. Das ist im Prinzip genau das, was wir gerade hatten mit dem A-Dur. Nur, also es ist eigentlich auch ein A-Dur, aber bei jedem Kabodass ist, nehme ich einfach mal F-Dur. Habe ich ja gerade schon gezeigt, wie man das spielt. Ist im Prinzip genau dasselbe. Und dann könnt ihr einfach den Zeigefinger zum Beispiel loslassen und dann das, was ihr hier noch habt, einfach eins nach unten schieben. Oder ihr könnt halt auch einfach normal ein E-Dur spielen. Das wäre wieder A-Dur, wieder A-Moll vom Anfang. Habe ich euch gerade gezeigt. Und dann einfach das alles einmal nach unten. Also jeder Finger um einen Bund nach unten. Dann habt ihr E-Moll. E-Dur, sorry. Dann könnt ihr hier auch wieder mit dem Plektrum einfach spielen. Genau, das ist die einfache Version. Und dann gibt es in dem Song noch so eine Art kleines E-Gitarrenlick. Das kann ich euch auch nochmal kurz zeigen. Da braucht ihr auch drei Noten für. Und zwar erstmal auf der G-Seite in den sechsten Bund. Dann siebter Bund auf der D-Seite. Dann ein Halbton nach unten in den sechsten Bund auf der D-Seite. Dann spiele ich euch mal den Rhythmus langsam vor, weil das auch ein bisschen schwer zu erklären ist. Müsst ihr dann schaffen, das irgendwie aus dem Song rauszuhören. Also erstmal zweimal nur auf der G-Seite im sechsten Bund. Und dann zweimal schnell hier. Dann zweimal schnell hier. Also G-Seite. 1, 2. Siebter Bund D-Seite. Den Finger wegnehmen. Sechster Bund D-Seite. Jo, das war's denn schon zu dem Song. Wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, dann stellt bitte die einfach in den Kommentaren. Ich probiere das zu beantworten. Und ihr könnt natürlich auch noch andere Songwünsche reinschreiben, wenn ihr irgendwas habt, was ihr auf YouTube nicht finden könnt. Dann kann ich euch das gerne zeigen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.